Gäste, liebe Gäste und vor allen Dingen verehrte Anwärterinnen und Anwärter. Auch ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen. Ich heiße Sie willkommen im Kreise der Beschäftigten des Landes Hessen und insbesondere der Polizei. Und ich heiße Sie alle willkommen auf dem 56. Hessentag hier in Herborn. Wir freuen uns über die Anwärterinnen und Anwärter, die hier vorne stehen. Und es sind 720, die hier angetreten sind. Sie haben Familien, Freunde und Bekannte mitgebracht. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Polizeibeamter ist kein Beruf von 9 to 5, sondern das ist so etwas wie eine Berufung. Das legt man auch nicht ab. Jeder Sachverhalt, ob er Ihnen dienstlich widerfährt, oder im Privaten, den werden Sie immer aus dem Blickwinkel eines Polizeibeamten oder einer Polizeibeamtin sehen. Und Sie sind etwas ganz Besonderes. Auch das können wir heute hier bei dieser Veranstaltung deutlich machen. Die jungen Anwärterinnen und Anwärter werden heute auch schwören auf das Grundgesetz und die hessische Verfassung und alle in Hessen geltenden Gesetze. Ich schwöre. Dass ich das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Hessen sowie alle in Hessen geltenden Gesetze wahren und meine Pflichten gewissenhaft und unparteiisch erfüllen werde. So wahr mir Gott helfe. Sie sind hiermit vereidigt. Herzlichen Glückwunsch. Dafür, dass Sie sich dazu entschlossen haben, diesen Beruf zu ergreifen, möchte ich Ihnen gratulieren. Aber ich möchte Ihnen auch danken. Sie haben eine Entscheidung getroffen, für die die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes von Herzen Danke sagen. Und ich möchte das für Sie alle tun. Danke, dass Sie diesen Beruf ergriffen haben. Wir haben natürlich die Frage Terrorismus, Extremismus, die uns besonders herausfordern. In diesen Jahren, in diesen Monaten vor allen Dingen. All das und all dafür brauchen wir gute und motivierte Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen. Und ich freue mich, dass wir heute 720 neu in die Polizeifamilie aufnehmen. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute für die weitere Ausbildung, vor allen Dingen für Ihren beruflichen Werdegang, viel Kraft, viel Mut für die Aufgaben. Passen Sie immer gut auf sich, auf Ihren Streifenpartner oder auf die Kolleginnen oder Kollegen links und rechts im Einsatz auf. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Glück und Gottes Segen. Vielen Dank.